Hier Leute, was geht ab? Und wir reagieren heute auf ein Video, und zwar wie Putin die Deutschen manipuliert. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch wieder. Das ist ein Next-Post von Simplicast. Nur so originale Videos unten drin. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst unbedingt gerne einen Daumen rum da. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Am Wochenende geht es auch wieder los mit der Hot Lap der Mega-Season und dem Start der neuen F1 2022-Season. Wie immer alles Wissenswerte auch hier auf diesem Kanal. Also macht doch gerne deswegen das Plus weg und auch gerne für mehr Reactions. Wir starten direkt los ins Video. Putin hat bis zuletzt versucht, darüber zu reden, aber mit den Oligarchen in Kiew ist nicht zu reden. Es gibt keine Front. Es gibt tatsächlich keine Front. Nochmal, es ist eine selektive Kriegsführung gegen Einzelziele. Das ist der ehemalige DDR-Oberst Bernd Biedermann im Format Fassbenders Woche des Senders RT.de. Das ist der deutsche Ableger des Fernsehsenders Russia Today. Biedermann wiederholt immer wieder, ein richtiger Krieg sei der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gar nicht. Nur selektive Kriegsführung gegen Einzelziele. Interessant. Genau so hat es die russische Medienaufsicht Roskomnadzor den einheimischen Medien vorgegeben. Wörter wie Angriff, Invasion und Kriegserklärung sind verboten. Es handle sich lediglich um eine Friedenssicherung. Friedenssicherung? Das stimmt natürlich nicht. Nein. Der Überfall auf die Ukraine ist ein Angriffskrieg. Eine Invasion, die in den letzten Tagen immer brutaler geworden ist. Auf der deutschen Website von Russia Today wirkt das ganz anders. In der von pro-russischen Rebellen besetzten ukrainischen Region des Donbass hätte ein Genozid stattgefunden, also ein Völkermord. Ein demokratisches Europa müsste helfen, die Ukraine von Nazis zu befreien. Den angeblichen Genozid hat es nicht gegeben. Die Ukraine ist auch nicht von mordenden Nazis unterwandert worden. Absolut nicht. Das alles ist russische Propaganda, die genauso von der russischen Regierung verbreitet wird. Ich verstehe nicht, dass das die Leute dort echt glauben. Also, ja, ich meine, ist klar, wenn du das aus jedem Medium, also aus der Zeitung und so weiter, aus dem Fernsehen, ja, ich denke mal, ja, wenn du das nicht anders irgendwie von den Nachrichten, ja, vor oder erklärt bekommst, glaube ich, glaubst du das noch irgendwann oder denkst du doch, dass das die richtige Realität ist? Sie kennen ja die richtige Realität leider nicht. Zwischen Spezialoperationen ist es, die Menschen zu schützen, die 8 Jahre lang vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden. Bande aus drogensüchtigen Nationalisten und Narzissten, die, wie wir wissen, auch für Genozid auf dem Donbass verantwortlich sind. Zu diesem Zweck werden wir versuchen, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Das hatte Konsequenzen. Zuerst wurde RTL in ganz Europa auf vielen Social-Media-Plattformen gesperrt. Auf Facebook, YouTube und auch TikTok. Die entsprechenden Apps von RT sind im Play- und App-Store nicht mehr downloadbar. Kurz danach hat die EU die Übertragung des Senderprogramms von RT gänzlich verboten. Der Sender darf zeitweise europaweit nicht mehr ausgestrahlt werden. Ach du Scheiße! Weder per Kabel, Satellit noch im Internet. Der Kreml habe Informationen zur Waffe gemacht. Genau das ist RT. Eine mächtige, zerstörerische Waffe. Auch wenn es momentan keinen Live-TV mehr gibt, die Website des Senders wird währenddessen immer beliebter. Und nach Russland und den USA stammen die meisten Besucher aus Deutschland. Die Waffen dieses Krieges sind falsche oder nicht nachprüfbare Fakten. Das war ein ganz schlimmer Fall von Propaganda. Corona-Diktatur. An alternative reality. Faschisten-Gehirnwäsche. Die von Russland beabsichtigte Entnazifizierung der Ukraine hat bereits begonnen. Die Kämpfe, sie reißen nicht ab. Doch es gibt auch diejenigen, die versuchen, den Eindruck zu erzeugen, dass die Ukrainer gegen die russische Hilfe seien. Gegen die russische Hilfe. Ja, ich will doch nicht zu viel irgendwie herumreden. Wir haben so viele Informationen in der letzten Zeit bekommen. Wir haben so viele Informationen über dieses ganze schreckliche Thema bekommen und wir wissen natürlich die komplette Hintergrundgeschichte, aber ich möchte mir mal das aus einem normalen Blickwinkel angucken und bin sehr gespannt, ob es nur mit dieser Nord Stream Gasleitung zu tun hat oder noch viel mehr. Also manipuliert, ja, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Russia Today wird 2005 in Moskau ins Leben gerufen. Damals ist es Russia nur ein einziger Fernsehsender mit englischen Programmen für das Ausland. Hinter Russia Today steckt TV Novosti, ein Medienunternehmen, das dem russischen Staat zu 100% gehört und ebenfalls 2005 gegründet wurde.
Russland hatte man das Gefühl, und die russische Führung hatte das Gefühl, es wird sehr negativ, Rundfunksender einseitig über Russland berichtet. Das ist Dr. Stefan Meister. Er ist Leiter des Programms Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und profilierter Russlandforscher. Deswegen hat man RT dann ins Leben gerufen und es sollte im Prinzip über Russland berichten auf eine ganz andere Art und Weise. Russia Today sollte ursprünglich ein positives Bild von Russland in der Welt verbreiten. Also schön reden. Eine Gegenperspektive zur angeblich negativen Berichterstattung insbesondere westlicher Länder. Der Sender vergleicht sich gerne mit anderen staatlichen Medienanstalten wie der BBC oder der Deutschen Welle. RT sei eine staatlich finanzierte, autonome, gemeinnützige Organisation. Leider stimmt das einfach nicht. Von Anfang an kann man nur schwer nachvollziehen, wie hoch die Budgets sind und wo die Gelder hinfließen. Wie viele Journalisten dort arbeiten, wie sie ausgesucht werden und wie genau die Organisation intern strukturiert ist, ist ebenfalls extrem undurchsichtig. Bei der BBC und der Deutschen Welle sind all diese... Also alles sehr, ja, sehr unbekannt. Also man weiß dann eher nur das, was alles dann rauskommt. Wahrscheinlich arbeiten da 5 Leute dran und das war's dann eigentlich. Aber ich schwöre viel ab. Groß öffentlich einsehbar. Die engen Verbindungen von RT zur russischen Regierung sind allgegenwärtig. Einer der Mitgründer von Russia Today ist Alexei Gromov, ein ranghoher russischer Politiker und enger Vertrauter Putins. Er gilt als einer der Strippenzieher von Putins Propagandamaschine und ist in regem Kontakt mit der Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonyan. Simonyan hat selbst offengelegt, eine sichere Telefonleitung zur russischen Regierung zu haben. RT ist direkt dem russischen Außenministerium unterstellt. Bekommt genaue Anweisungen, über welche Themen es berichten soll, in Teilen sogar, wie es berichten soll. Also es gibt eine extra Abteilung dafür, die sich im Außenministerium, die sich damit auch beschäftigt. Am Morgen werden zum Teil auch die Narrative abgestimmt mit dem russischen Außenministerium. 2009 wird Russia Today in RT umbenannt. Teilt und sogar mit der Putin Fokus selbst. Ändert sich. Man will ein größeres Publikum im Westen erreichen. Der Fokus liegt nicht mehr darauf, das Image von Russland aufzupolieren, sondern der Welt die vermeintlichen Schwächen des Westens aufzuzeigen. RT verbreitet fortan gezielt Desinformationen und falsche Narrative über internationale Ereignisse und ausländische Regierungen. Laut Simonyan führe ihr Sender einen Informationskrieg gegen die Welt. Also die sind ein Riesensender, die Fake News verbreiten? Also das ist ja mal eine Sache. Welt. Der Sender wächst zu dieser Zeit zu einem einflussreichen globalen Medienimperium heran. Mit zahlreichen internationalen Ablegern, diversen Social-Media-Accounts und Websites. UK. Pologne hat de nouveau assombri. Natürlich liefert RT auch harmlose, neutrale Berichte. Doch wenn es um nationale Interessen geht, ist der Sender schlicht eine Propagandawaffe. Und die Ukraine ist schon lange vor der Invasion ein wichtiges Schlachtfeld. Ende 2013 kommt es in der Ukraine zu riesigen Protesten. Der pro-russisch eingestellte Präsident weigert sich in letzter Sekunde, ein Abkommen mit der EU zu unterzeichnen. Viele Ukrainer wünschen sich einen pro-europäischen Kurs und gehen auf die Straße. Im Februar 2014 münden die Proteste in gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Präsident flieht, die Übergangsregierung übernimmt die Macht. Putin nutzt das Chaos, um die strategisch wichtige ukrainische Halbinsel Krim mit Hilfe von russischen Spezialtruppen zu annektieren, also einzunehmen. Und RT liefert das Narrativ, um diese Annexion zu rechtfertigen. Zunächst behauptet der Sender, die Spezialtruppen auf der Krim seien eigentlich ukrainische Self-Defense Units, also Selbstverteidigungseinheiten. Später gibt man zu, dass das russische Militär doch beteiligt war, aber wie gesagt, es ging ja nur um Selbstverteidigung. Es gibt dann sogar eine Fotostrecke mit den Spezialtruppen und den Einwohnern der Krim, um zu zeigen, wie friedlich die Übernahme gelaufen ist. Außerdem würden die Proteste im ganzen Land von ukrainischen Neonazis unterwandert werden, die an die Macht kommen wollen. Eine Lüge von vielen, die RT auch beim aktuellen Überfall auf die Ukraine immer wieder auftischt. Es zeigt, wie lang das russische Regime dieses Neonazi-Narrativ vorbereitet hat. Es zeigt auch, seit wie vielen Jahren RT in diese Propaganda involviert ist.
Ende 2014, kurz nach der Annexion der Krim, beginnt RT in Deutschland zu senden und das Märchen der Nazi-Ukraine auch hier aggressiv zu verbreiten. In den kommenden Jahren verfolgt der Sender hierzulande aber noch weitere Ziele: unsere Gesellschaft zu beeinflussen und zu destabilisieren. Ach du Scheiße. RT.de hat seinen Sitz in Berlin. Der deutsche Ableger ist genauso undurchsichtig wie die Mutterorganisation in Moskau. Die russische Regierung gibt allerdings auch hier weite Teile der Berichterstattung vor. Der deutsche Verfassungsschutz... Machen das Deutsche dann oder eher Russen oder Deutsche, die für Russland sind oder so? Weil die können ja das nicht auf Russisch und dann einfach nur irgendwie übersetzen. Also das muss ja auch alles einen richtigen Sinn ergeben oder so. Den Sender schon ab 2018 im Visier. Unternehmen wie RT werden als scheinbar unabhängige Medien getarnt, um die Zugehörigkeit zum russischen Staat zu verschleiern und die Öffentlichkeit auf subtile Weise zu beeinflussen. Das belegen auch interne RT.de-Nachrichtenverläufe, die dem Spiegel vorliegen. In Bezug auf die Krim dürfe man nicht von Annexion, sondern nur von Wiedereingliederung sprechen. Als bereits lange klar war, dass auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny ein Giftanschlag verübt wurde, sollte RT.de weiterhin von mutmaßlicher Vergiftung sprechen. Genau, das war auch sehr schlimm. Das alles sind Indizien für die Strategie des Senders. Meistens werden keine blanken Lügen erzählt. RT.de orientiert sich an wahren Ereignissen, lässt dann aber Fakten weg, verzerrt diese oder gibt fragwürdigen Perspektiven bewusst mehr Raum. Der Sender läuft sich vor allem während der Corona-Pandemie so richtig warm. Die Existenz des Virus wird nie geleugnet. Doch Falschinformationen und Verschwörungserzählungen rund um Impfungen, PCR-Tests und Regierungsmaßnahmen werden ständig befeuert. Der Sender pflegt Verbindungen zu Ken Jebsen, lange eine zentrale Figur der deutschen Verschwörerszene. Die wirren Artikel der Website werden während der Pandemie ein organischer Bestandteil von Corona-Leugner-Telegram- und Facebook-Gruppen. Der deutsche RT-YouTube-Kanal wächst in dieser Zeit auf über 600.000 Abonnenten heran. Teils generiert er über 20 Millionen Aufrufe im Monat. Er wird zu einem Dreh- und Angelpunkt der deutschsprachigen Verschwörungserzählerblase. Angela Merkel. Geimpft mit Angela Seneca. Corona-negativ. Im letzten Winter wird der Kanal danach viel Kritik von YouTube gelöscht. Grund ist die wiederholte Verbreitung von Desinformationen in Bezug auf Corona-Impfungen. Auch die aktuelle Desinformationskampagne von RT in Deutschland. Das ist echt ein Wahnsinn. Sie ist laut Dr. Meister präzise auf unsere Gesellschaft und Kultur angepasst. Die Energieversorgung sei ein wichtiges Thema in der deutschen Bevölkerung. Ich habe mir gedacht, dass es verboten wurde. RT versuche deshalb gezielt Angst vor überhöhten Gaspreisen und Versorgungsproblemen zu schüren. Diese Angst ist bis zu einem gewissen Punkt berechtigt und stellt die deutsche Regierung vor gewaltige Herausforderungen. Genau. Aber bei RT.de werden diese Herausforderungen zum Zusammenbruch unserer Gesellschaft hochstilisiert. Als Beispiel ein Artikel über Gas, Weizen und Düngerlieferungen. Ich glaube, das ist in ganz Europa so, dass die Spritpreise aktuell und auch die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen. Folgt. In unserer Gesellschaft werde Stück für Stück alles ins Feuer geworfen, was das Leben für die werktätige Mehrheit bisher halbwegs sicher und erträglich machte. Recht, Ordnung, Nahrungssicherheit, demokratische Rechte, Bildung, Kultur, nichts ist sicher vor diesem Autodafé. Dieses Fancy-Wort bedeutet so viel wie die Verbrennung von Stuff auf einem Scheiterhaufen in diesem Kontext. Was? Kein Anspruch, keine Hoffnung, keine Zukunft. Bis dieser rollende Koloss, dieser Juggernaut unter dem eigenen Gewicht zusammenbricht. Oder aufgehalten wird. Chuck. Wow. Das ist so auf keinen Fall haltbar. Dass unsere Nahrungssicherheit ins Feuer geworfen werde, ist blanker Unsinn. Auch das angebliche Ins-Feuer-Werfen unseres Bildungssystems und unserer Kultur wird in diesem Artikel überhaupt nicht argumentativ herbeigeführt, sondern einfach festgestellt. Kurz, Angst und Panikmache.
Desinformation dient ja letztlich dazu, den Gegner zu verunsichern, also die andere Seite zu verunsichern, falsche Informationen zu verbreiten. Das stärkt im Prinzip dann wiederum Russlands Verhandlungsposition, und es diskreditiert gleichzeitig und schwächt auch unsere Eliten und unsere Institutionen. Der Gegner, den die russische Seite definiert, sind liberale Demokratien, und die müssen geschwächt werden, und um der eigenen Bevölkerung auch zu zeigen, die sind dysfunktional, die sind verrottet, die haben sozusagen ihre Orientierung verloren und ihr könnt froh sein, dass ihr Putin habt, ja? Wir haben RT.de um Stellungnahme gebeten. Wir haben bisher leider keine Antwort erhalten. Kam nicht sicher nichts, oder? Momentan tobt in der Ukraine ein schrecklicher Krieg. Gleichzeitig führt das russische Regime seit Jahrzehnten einen anderen geheimen Krieg. Um Informationen und wie Bürger westlicher Nationen ihre Länder und die Welt wahrnehmen. RT hat in Deutschland geholfen, das Vertrauen in demokratische und wissenschaftliche Prozesse zu untergraben, das Lügenkonstrukt für eine Invasion mit aufgebaut und die Natur dieser Invasion dann für zahlreiche Zuschauer völlig verzerrt. Nochmal, es ist eine selektive Kriegsführung gegen Einzelziele. Das alles ist nur der deutsche Ableger eines internationalen Senders mit zig Millionen Followern in verschiedenen Sprachen. Und selbst dieser Sender ist nur ein Spanien, Zahnrad. Ach du Scheiße, Amerika sogar. Der Propaganda-Apparat ist noch viel, viel größer, allumfassender. More questions about Russia's possible interference in the election surfaced this weekend. Nächste Woche geht es weiter mit Russlands Infokrieg an allen Fronten. Cheers. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, werden natürlich auch darauf reagieren. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und vor allem ist es natürlich auch teilweise eine Schweinerei und ich will da nur nicht zu viel drauf eingehen. Ich finde es auf jeden Fall sehr krass, dass das glaubt man ja gar nicht, dass das alles so eng vernetzt ist und dann über so viele Strippen dann nach Russland geht. Also das glaubt man, ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ich habe von RT irgendwie noch nie was gehört, keine Ahnung, also Gott sei Dank. Ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker oder so, aber trotzdem. Ich finde das auf jeden Fall eine schlimme Sache, dass man da solche Wege geht, auf jeden Fall. Was sagt ihr? Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok, weil vor allem auch gerne auf itz_tobi. Da gibt es viel vom Land Stuff. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.